Falls du etwas Joghurt hast, musst du unbedingt diesen Kuchen probieren. Die genauen Mengenangaben findest du unten in der Videobeschreibung. Im ersten Schritt müssen wir dafür einmal die Eier trennen. Dafür einfach aufschlagen und immer hin und her kippen das Eigelb, bis eben nur noch das Eigelb übrig ist und dieses dann in eine andere Schale geben. Das Eiweiß erstmal beiseite stellen, wir kümmern uns dann jetzt um das Eigelb und geben hier noch Zucker mit dazu. Beides verrühren wir jetzt schön miteinander. Wenn wir das dann wirklich richtig schön verrührt haben, geben wir außerdem noch die flüssige Butter mit dazu und rühren auch diese jetzt hier einmal ein. Danach folgen dann noch die trockenen Zutaten. Da haben wir einmal das Mehl sowie Backpulver. Auch das verrühren wir jetzt einmal bzw. verkneten es, bis wir daraus so einen richtig schönen Teig gemacht haben. Den Rest musst du wahrscheinlich mit der Hand noch etwas zusammenkneten, denn wir sollten jetzt einen Teig bekommen, der hier schön knetbar ist und nicht an den Händen klebt. Diesen teilen wir dann jetzt einmal in zwei Teile. Jedes der Teile kommt dann jetzt in ein Stück Frischhaltefolie, wird noch etwas platt gedrückt und sollte danach dann für 30 Minuten im Kühlschrank einmal verweilen. So wie du es hier sehen kannst, in den Kühlschrank und währenddessen können wir uns um den Rest kümmern. Da kümmern wir uns jetzt um die Creme und geben den Joghurt sowie Zucker und auch noch Mehl in eine Schüssel und verrühren alles miteinander. Danach nehmen wir uns dann das Eiweiß vor, welches wir eben beiseite gestellt haben und schlagen dieses einmal komplett steif. Wenn das Eiweiß dann steif geschlagen ist, kann es auch zur restlichen Creme mit dazukommen. Das heißt, wir geben hier alles einmal schön rein und heben es dann vorsichtig unter, bis wirklich alles richtig schön miteinander vermischt ist. Dann haben wir unsere Creme auch schon fertig und wenn die 30 Minuten um sind, können wir unseren Teig wieder aus dem Kühlschrank holen und eine Hälfte davon in unsere Form geben. Ich habe jetzt hier eine 20 cm Form genommen und drücke die Hälfte des Teiges hier einmal auf dem kompletten Boden aus, welche ich mit Backpulver ausgelegt habe. Jetzt kommt dann die Creme, die geben wir jetzt ebenfalls mit oben drauf, streichen sie einmal glatt und die andere Hälfte des Teiges zerbröseln wir dann jetzt hier oben drauf, sodass wir so schöne Streusel oben drauf haben. Danach kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen. Nach etwas Abkühlzeit können wir es dann auch schon servieren und direkt genießen. Ich verlinke dir oben rechts in der Infobox außerdem noch ein weiteres Rezept, welches du dir unbedingt einmal anschauen solltest. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, falls dir dieses Rezept gefallen hat und vergiss auf keinen Fall diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst.